Dem kleinen Trailer jetzt herzlich willkommen zu meiner Version von Debitors LP Map. Als erstes möchte ich sagen, dass ich alle Teile einzeln genommen und einzeln eingefügt habe. Dabei habe ich allerdings darauf geachtet, alle mir bekannten unterirdischen Gebäude, unterirdischen Bauten und so weiter mitzukopieren, was man am schönsten an dem Fenster von dem Tiergehege hier hinten sieht. Außerdem möchte ich noch anmerken, dass ich dieses Dach hier repariert habe, weil es ultimativ kaputt war. Ich weiß allerdings nicht, ob es im Let's Play auch kaputt war oder nicht, aber mich hat es einfach beim Terraformen so extrem gestört, dass ich es einfach reparieren musste. Da ich alle Gebäude einzeln genommen und einzeln eingefügt habe, musste ich natürlich auch die U-Bahn neu bauen und da ist mir das Problem aufgefallen, dass es hier eine Abzweigung vom Gebirgsturm zum Spaltenhaus gab. Diese Abzweigung habe ich dementsprechend einmal neu designen müssen und sie sieht eben so aus. Das Ganze ist mit einer komplizierten Redstone-Schaltung verbunden, die, je nachdem auf welchen Knopf man drückt, einen in die entsprechende Richtung losfahren lässt. Egal an welcher Seite man kommt, man landet immer da, wo man auf die Knöpfe drücken kann. Und jetzt kommen noch ein paar Rundflugbilder, womit man sehen kann, wie die Umgebung so aussieht. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit den Bildern.